Ja, mein Name ist Sascha Raab und ich habe letzten Artikel gelesen. Da ging es darum, dass einige Politiker neben ihrem Bundestagsmandat auch noch andere Einkunftsquellen haben. Also beispielsweise gab es da einen Landwirt, der hat noch Einkünfte aus seiner Landwirtschaft. Gibt auch jemanden, der hat Fahrzeughandel, der sammelt Oldtimer und verkauft manchmal den einen oder anderen davon. Und auch Anwälte waren dort. Und tatsächlich fühle ich mich von Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen und die auch dann, wenn sie nicht wiedergewählt werden, eine Existenz haben, wenn sie auch gezeigt haben, dass sie beruflich erfolgreich sind, von denen fühle ich mich sehr viel besser vertreten als von anderen, die direkt nach der Schule oder dem Studium im Politikbereich aktiv wurden und nie was anderes gemacht haben. Meine Meinung an dieser Stelle.